Volumen. Tja, wie sollen wir das denn jetzt hier einstellen? Erfolgt das Mithören über die eingebauten oder zusätzliche andere Lautsprecher darf bei Mikrofonaufnahmen der Reglerknopf VOL nur so weit nach rechts gedreht werden, dass noch kein störendes Heulen durch akustische Rückkopplung auftritt. Mhm. Diese Erscheinung zeigt sich dann, wenn der Lautsprecherschall das bzw. die Mikrofone trifft. Die Aufnahme kann auch über den Hörer, der an einer der Buchsen angeschlossen wird, mitgehört werden. Wir haben einen Hörer da. Ja. Dann könnten wir die Aufnahme jetzt mithören. Mhm. Mhm. Wir packen mal aus. Unterhalten Sie mal. 21, 22, nein. 23. Da steht ja so schöne Sachen drin, was ich jetzt mit diesen Dingen hier machen soll. Mit diesem Hörer da. Mit dem Kopfhörer. 21. Die Aufnahme kann auch über den Hörer W212 Mono, der an einer der beiden Buchsen angeschlossen wird, mitgehört werden. Das haben wir jetzt gemacht. Herr Siegmann, probieren Sie mal hier das lauter zu stellen. Ob ich das empfinde als lauter, lesen, sagen Sie mal was. 21, 22, 23, 24, 25. Ja, also dann, lauter. Es müsste lauter werden, ja. Das ja. Ist also für Lautsprecher bzw. Kopfhörer gedacht. Ja, ja. Hm. Der nicht abgeschaltete Einbaulautsprecher wird durch Linksdrehung des dazugehörigen Bedienungsknopfes am Doppelregler Volumen 1 außer Betrieb gesetzt. Wo ist das da? Doppelregler Volumen 1. Okay, hat ein Apparat, na mal weiter. Mithören von Stereoaufnahmen erfolgt mit dem dynamischen Zwillingshörer, dessen gelb markierter Stecker in die Buchsen und dessen rot markierten Stecker in den Buchsen 2 eingesteckt wird. Habe ich gar nicht gesehen, ist ja gelb und... Ja, war gelb und rot. Mhm. Ja, aber das dreht aber auch nur, oder macht sich erst dann bemerkbar, wenn wir Stereo aufnehmen. Wir machen ja nichts in Stereo. Ja. Beim Anschließen des Hörers ist zu beachten, dass je nachdem, wie die Anschlussstecker in die Buchsen eingeführt werden, die eingebauten Lautsprecher entweder mitlaufen oder abgeschaltet werden. Mhm. Die zeigen, also... So, wollen wir jetzt mal hören? Ja? Ja.